Willkommen zu einer Runde He Company of Heroes. Ein Mann, 2 gegen verwechsel 2. nicht immer Heroes und Company, du Bauer. Er hat beides Heroes drin, also. Ja, Jetzt Junge, sag mir was? mal, wie willst du die Brücke sprengen, Digga? Das ist mir gerade scheißegal, ich brauche erstmal ein MG. Ja, das brauche ich auch. Der eine Westdeutsche hat nämlich Ja, nur okay, MG-Upgrades drin, das heißt, er wird MG spammen. Und das wird nicht angenehm. Egal, ich pick jetzt schon, glaube ich, hier meinen Kommandanten. Einfach weil ich kann. Mein schönes Tuff. Maschinengewehrtruppe Genau, ich hole erwartet mein Tuff-Tuff-Auto, Befehle. Alter. Das kann er nicht festnageln. Dein Das Problem. ist genial, Junge. Das ist richtig sneaky. Ja. Ja, beweg du dich mal. Keine Ahnung, ob wir unten. Ich glaube, du solltest lieber die Mitte nehmen, ne? Unten ist er näher dran. Zumindest sieht das Ja, so aus. dann mach ich hier zu. Oh Gott, die laufen ja gar nicht mehr. Jungs, Jungs, ihr müsst moven. Naja, dann sollten wir die. Doch, du hast recht, dann geh ich in die Mitte. Dann nehmen wir die Mitte und die oberen. Nee, hätte ich damit nicht gemeint, dass unten Nicht näher ist. so schlau, Alter. Ich weiß, Digga, richtiger Analytiker. Polizeisaalträger Junge, kann nicht. Ey, ich schwör, fertiggestellt. der hieß in Company of Heroes 1 Brand Carrier und jetzt heißt er Universalträger. Was soll diese Übersetzung? Wie Keine Ahnung. schlimm, Universalträger ist der. Da denke ich eher an ein Schweizer Taschenmesser. Jo, Block, er hat jo, seine Fiesta schon jo, drin. jo. Es ist da. Kein Problem, sobald ich 90 Munition habe, hat mein OP-Auto, das nicht festgenagelt werden kann, Flammenwerfer. Das ist ja Können jetzt super. meine Jungs mal wieder in das Feld gehen. Danke, jetzt bleibt einfach stehen. Außerhalb der Sichtweite und alles ist gut. So, jetzt brauche ich 10 Jahre, um das Benzin zu bekommen. MG-Truppe wartet auf Befehle. So. Mann, jetzt rennt in das Haus weiter. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will erstmal in die nächste Einheitentruppenkommando Post wird Zeit. gebaut. Ach, das Haus nimmst du schon. Ist ja unfair. Los. Ey, Junge, der. Töte es. Komm, mein Universalträger. Diese kleine, miese Sau. Tote es. Komm, komm, komm. Junge, wie der hat einen Infanterieturm. Tja, muss man ein bisschen mehr aufpassen, Junge. Oh shit, die Jungs können weg. Junge, mein Universalträger ist vorm Arsch gegen MGs. Digga, das ist kein Universalträger, das ist Opfer gegen MGs. Der kann gar nichts gegen die machen. Aber so wirklich gar nichts. Ich brauch Sniper. Scheiß Pius. Oder? Oh Gott. Ah, doch, doch. Junge, jetzt def mal die Mitte. Ich krieg meine Siegesmarke auch nicht. Ja, Muss ja meine Jungs mal ranbringen. Kommt, Jungs, raus wieder aus dem Haus. Einmal hier rumlaufen und dann könnt ihr euch da einmal aufstellen. So. Junge, wie denn nimmt das Dicker ein, Heul Alter? leise, ich brauch Pius. Junge. Denk dran, dass er dir hier nicht reinrennt, ne? Na, wird er nicht. Nein, wird er nicht. Das ist dumme KI, ne? Ich muss erstmal Eben. meinen Universalträger reparieren. Ich finde das schlimm, dass du den Einheiten erst Befehle geben kannst mit deren Fähigkeiten, wenn die auf dem Feld drauf sind. Ja. Das haben sie dumm gemacht. Also ich meine hier diese Linie, da müssen sie jetzt rüberkommen. Vorher kann ich nur Move-Befehle geben, was voll unnötig ist. Junge, Ey, ey, der geht ganz Waschbär. sicher nicht dahin. Nein, ich sehe schon, Ja, da ist nichts. Da ist nichts. Das ist. Oh shit, oh shit. Rückzug, Universalträger! Junge, was soll denn das? Universalträger OP, habe ich ja schon Scheinbefehl gesagt. Ganz sicher nicht. Aber ist OP Universalträger. Ganz klar. Er hey, willst du da unten nicht mal dicht machen? Ja, wir wollen jetzt Munition machen. Jetzt komm, hilf mir mal. Nein, wir müssen ihn unten auch abwehren. Ja, unten abwehren für mich ist dann. Wenn er jetzt mal Universalträger killt mit der. Fick dich ins Knie. Einer unserer Universalträger wurde Och, zerstört. einer unserer Universalträger wurde gekillt. Ja, nee, ist klar. Digga, das Scheißteil ist teuer und dann blinkt es nichts. Das ist scheiße. Und Digga, kannst du ja mal unten dicht machen, bevor uns in den Rücken fällt. Ja, ich laufe hier schon. Dann lauf mal schneller. Man, Ich muss mal hetzt Blaseinstellung mich nicht ändern. immer so. Heul leise, Junge, mein Universalträger ist tot. Was soll ich jetzt machen? Hab ich kein universelles Fahrzeug mehr. Da ist er. Ups.
Jo, da ist ein bisschen mehr noch, ne? Jungs! Geht mal raus da, geht mal raus da, Jung. Was? Oh, leck, lack. Junge, was sind das für Einheiten? Das sind, weiß ich nicht, kann nicht gucken. Bin beschäftigt. Alter! Tja, was baut der Sandsäcke hin? Tja, der ist schlau. Wo ist denn jetzt dein Drecksmann? Er soll nochmal schießen. Egal, da drauf schießen, Junge. Und ihr könnt euch direkt wieder verpissen und ich brauche jetzt einen... Weiß ich nicht. Oh, jetzt geht der ins Haus. Nein! Jim! Ach. Jetzt was? Du machst gar nichts. Du hast nur ein, zwei Mann in der Mitte. Ich bin total überfordert. Bewegst dich nicht einen Millimeter vor. Ich werd hier überrannt. Ja, nee, ich will hier alles. Und Geschützstellungen sind da. Der Feind greift deine Geschützstellung an. Ja, nee, der Feind greift Geschützstellung an. Hätte ich beinahe nicht geraten. Ich brauche erstmal mein Flammenauto wieder. Das ist ganz wichtig. Jetzt macht er mein Struktur befestigen. Und haltet durch, genau. Nein, jetzt halt ich wieder nicht genug Muni für den Flammenwerfer. Team, wir haben ein Problem. Das Problem ist, du musst einfach nur dicht machen und die Miete, Junge, die Miete. Geschützstellung unter Angriff. Die Miete, Team, scheiß auf alles andere. Wir brauchen nur die Miete. Wenn wir Miete haben, alles gut. Also wenn du sie hältst. Tim, er mörsert dich nämlich jetzt raus. Glaube ich. Zumindest hat er das mit mir gemacht. Wo ist, wo ist, ja, jetzt Universalträger ist der Junge, jetzt bin ich wieder startklar. Der kommt jetzt schon mit dem Flammenwerfer angetackelt. Dann haut den jetzt weg, den Boy da. Oh nein, nein, halt, halt, halt. Wo ist der Mörser? Da, auf den Mörser schießen. Auf den Mörser schießen, Boys. Boys, Boys, Boys. Und hier geht er einmal um. So, Flammenwerfer ist dran, jetzt geht's los. Abreparieren und ihr fahrt jetzt schon rum. Und zwar dahin, so ran da. Ran mit dem Flammenwerfer. Kriegt ein Auto auch Deckung? Ich weiß es gar nicht. Egal. Wie, du kannst ums Auto nicht schießen? Ah, jetzt. Sauber, kill ihn. Ja, ich hab den ganzen Druck gekillt. Jetzt geht's los, Tim. Jetzt. Das ist ja super. Ich bin stolz auf dich. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Aha. De Universalträger OP. Nee. Universalträger OP mit seinem Flammenwerfer. Aber wir brauchen das Benzin, Mann. Ja, nee, haben wir doch. Nein, Alter, das Munition. Ja, nee, das hast du nicht gesagt. Ja, ich räume doch jetzt von hinten auch mit dem Universalträger, Digga. Der ist universal, musst du wissen. Das ist richtig Uno. Richtig Uno, Alter. Guck mal, was hat er denn hier überall? Oh, Rückwärtsgang! Universalträger schon wieder in Lebensgefahr. Ich mörser mich selbst. Reparatur, Jungs. Rückwärtsgang aktivieren. Wir haben das Ding ist ein kaputt. Ja, nee. Hätte ich jetzt beinahe nicht gedacht. Aber ich sein Mörser schon mal ausgeschaltet. Das ist gut. So. Jungs, ihr müsst. Wo sind meine. Wieso kann ich. Hier kann ich. Hier. Oh, das ist scheiße. Ey, wir brauchen das Benzin. Ja, ach was. Ich krieg sonst meine Mörser nicht gut aufgestellt. So. Da baut er was. Ey, das ist frei. Du kannst da oben. Wieso hast du nur Mörser? Ja, Mörser OP. Ja, Angriffstruppen? Fragezeichen? Ja, Ausrufezeichen? Wieso kann ich nicht. Muss ich hier wieder. Oh, kostet das viel. Junge, wir brauchen das, dann kann ich mich voll einigeln dort. Ja, ich gehe da jetzt, ich nehme das. Ja, da gehe ich jetzt auch schon hin, weil du inkompetent bist. Guck mal, da kommt er schon wieder mit dem Mörser. Kann er damit mal aufhören, mich hier mit dem Mörser zu bekriegen Junge, zu wollen? Juckt mir nicht mit, was er kommt, Junge. Ich habe Universalträger und Universalträger ist OP. Merkt ihr das einfach? Universal OP. So, wo sind meine MGs alle? Hä? Jungs, ihr sollt da rein. Und ihr Jungs könnt da rein. Und wir jetzt erobern wir den Mörser. Ey, jetzt machen wir sie richtig fertig, Junge. Naja, Junge, der kommt ja das durch. Ja, dann mach mal ein bisschen Feuer, Doluf. Hast doch so viele Mörser.
baue da gleich eine Flakstellung hin, damit er nicht durchkommt. Mal so nett bin ich dir dann sogar. Ich helfe dir dann sogar noch. Weil ich mal dieses Munitionslager alleine eingenommen habe. Dann scheiß ich den ganzen stationären Trumpf. Pass auf, der ist da im Haus dahinter. Panzer? Was? Ach, der meint Panzer, weil ich meinen eigenen Universalträger wieder mörse. Ich hab grad schon Schock, Alter. Er kommt so, Panzer kläuft und so. Ich dachte gerade so, weil ich hab noch nichts gegen Panzer, muss ich leider sagen. Aber ich hab wieder einen Mörser geklaut. Richtiger kleiner Dieb. Wo sollen wir hin? Spiegel, Blinker, Manöver. So, danach bitte einmal reparieren wieder den Universalträger. Euch müssen wir fit machen. Ey, du brauchst hier in einem G drin, das wäre gut in dem Haus. Ja, kommt doch schon. Ja, dann mach mal schneller mit kommt doch schon. Ja, ich muss hier erstmal eine Pack. Nein, hinbauen. Das muss alles viel schneller gehen. Nach unten baue ich erstmal eine Pack zur Sicherheit. Warum nach unten? Aber du meinst ja in der Mitte nach unten. Oder? Ja, hier, also bei mir. Wieso bei dir? Scheiß bei dir, wir müssen die Mitte halten. Mich überrennt. Ja, dann ist egal, dann haben wir immer noch die Mitte. Digga, die Mitte, die ist spielentscheidend. Der Rest ist scheißegal. Erstmal Minen legen. Guck mal, da kommt der eh nicht mehr durch. Da ist meine Pack. Oh, das. Ah, guck, hat er sofort Respekt vor der Pack. Und da ist ein MP. Bist du an Mörsern? Nö. Was? Mit meinem Mörsern? Nein, kann ich so weit mörsern. Hier, Mörser mal hinter den Sandsack. Da ist ein MG-Trupp. Wo? Der oberen. Hinter dem Sandsack bei der Brücke. Auf feindlicher Seite. Ja, ja, ich bin da schon. Süd-Süd-Ost. Ja. So, ich brauche eine Pack. Und zwar eine bewegliche, die ich bewegen kann. Ganz wichtig. So, erstmal bei der Mine legen. Dick, dick, dick. Erstmal über Mine. Bro, er ist tot. Sauber. Also, die haben jetzt richtig Verluste genommen. Hä? Ja, der ist da noch im Haus da oben. Was chillt denn da mit dem ganzen Trupp? Hat da irgendwas genommen da oben oder so? Junge, da soll man da rauskommen. Aber ich geh mal auf Churchill, nicht auf den Kometen. Der soll mal da rauskommen. Ja, guck mal, was will der da oben in dem Haus, Alter? Junge, Flammenwerfer OP, guck dir mal die Range an. Die Range ist richtig OP. Was los mit dem? Ja, voll. Jo. Damage ist auch OP. Das Universalträger ist OP geworden mit Flammenwerfer. Universal OP. Er war niemals in Lebensgefahr. Niemals in Lebensgefahr war er. Nein, war nur. Dank unserer neuen Amboss-Taktiken er denkt dann schnell deine Mörser nicht alle zu eng, ne? Dass er die nicht alle mit einmal treffen kann. Ich finde mich nicht gut. Erstmal. So, erstmal hier. Wenn er kommt, dann kommt er doch von der Mitte aus, oder? Naja, er kann von unten, von oben und Mitte kommen, aber er braucht die Mitte. Das heißt, er muss so oder so zur Mitte kommen. Das heißt, wir können uns in der Mitte einigeln. Ah, da ist ein Bunker. Ja, mein Mörser reicht nicht. Mein anderer, ich bringe mal meinen anderen näher ran. Und da ist noch ein Mörser. Ja, die Mörser. Erst auf die Mörser schießen, damit die nicht zurückmörsern. Der Rest ist scheißegal. Ich versuche mal auf den schweren... Oh, ich versuche auf den schweren Panzer zu kommen. Ich habe gar keine Ressourcen, Alter. Wie sowas. Hier, schwere Pioniere, das brauche ich. Mehr Reparatur nämlich. Das Problem ist, die Mitte ist so eng, da kriege ich jetzt keine Pack mehr hin, wenn ich eine da hin will. Aber einen Mörser kann ich hier noch hinklatschen. Naja, aber dann will ich den nicht gerne hinhaben. Hier könnte ich einen hin. Soll ich Mörser bauen? Nö, oder soll ich mehr Power... Gut. Ich habe es angeboten, möchte ich nur darauf hinweisen. Aber ich weiß echt nicht, was der im Plan gerade ist. Also mit Mörsern kommen sie halt nicht durch. Ah, ich weiß, was ich bauen kann. Ich baue einen Teil, da kannst du deine Jungs wieder auffrischen. Hier hin, das baue ich hier hin, ne? Dann brauchst du die nur rausnehmen und da hinschicken. Dann kannst du die wieder auffrischen, die Jungs. Dann haben wir nämlich was direkt an der Front.
So, hier möchte ich nämlich mal ein paar Sandsäcke haben. Kannst du den Mörsertrop ein bisschen weiter nach hinten versetzen? Dann kriege ich nämlich hier Sandsäcke mit meiner Pack. Dann kann ich nämlich mit zur Brücke schießen. Da kommt irgendwas Großes. Hier. Das fährt irgendwo... Ja. Da. Erstmal gleich zeigen, wir haben Waffen gegen ihn. Der Sackfüller! Die untere Brücke! Junge, die mittlere! Da ist doch eine! Ja... Warum du nicht verteidige? Junge, die habe ich voll vergessen. Ja, ich war dafür nicht zuständig. So, jetzt die Frage. Ich kann da... Ich darf einfach mal hier oben die Mitte weiter. Du machst ja, das. Ey, ich krieg überhaupt keine Anti... Doch, hier krieg ich eine Anti-Tank hin. Aber das ist viel zu riskant. Die kann damit Raketen wegmachen. Wie Genosse gefallen. Genosse, ja. Genosse, Alter. Ey, wo ist er denn? Ja, der geht ganz unten durch. Ich hab dir gesagt. Ich hab dir gesagt. Ja. Ja, hast du Panzer? Und ja, mein Universalträger. Ja, wir kommen doch tief. Kein Problem. Hilfe naht. Männer OP. Ja, Junge, beweg mal deinen Arsch. Geht gerade noch nicht. Bin auf dem Weg. Komm mal, lass ihn vorkommen, dann kriegen wir ihn. Lauf doch nicht rein mit deinem Pius. Oh. Ja, das ist ganz schön Kamikaze. Deine Idee war, dass sie explodieren und Feuer legen, ne? Ja, mein Panzer dauert noch. Ich hab Junge, der Sprung, der rückt zu. Junge, wie, er hat unsere Schwachstelle ausgemacht, würde ich mal sagen. Ich hab gesagt, du bist bereit für Notfallreparaturen. Junge, was machst du mit deiner Fuck? Ja, die ist so. Ja, nee. Wir brauchen was. Also ich möchte ja nicht sagen, wir werden überrannt, aber wir werden eventuellerweise tatsächlich überrannt. Nein, Codes. Läuft nicht gut. Aber wir schlagen sie zurück. Kein Problem. Aber warum ist er mit seinem Panther nicht durchgerückt? Das verstehe ich nicht ganz. Er hätte jetzt so durchmarschieren können. Und richtig in der Base noch. Egal, die Mitte steht. Siehst du, das ist die Hauptsache, die Mitte. Ich spare hier... Oh, ich brauche noch 40 Benzin. Ich komme noch nie auf 40 Benzin. Kommt, Jungs, ich muss euch wieder auffrischen. Du nimmst deine Pack, ich nehme meine Pack. Ich treffe jetzt unten. Du nimmst deine Pack, ich nehme meine Pack. Trotzdem. Ja, ja, nicht, dass gleich meine Pack nicht mehr da liegt. Ey, Scheiße, Mann, wen gehört dieser Kacksandsack-Wahl? Tim, ist das deiner? Ich ja. Reiß den mal ein. Wieso abreißen? Ja, nee, wird der erstens, wird der nicht genutzt, zweitens nimmt doch, er mir Platz. Doch, da stand meine Park. Nimm ihn weg! Nein! Feuer, drauf! Wie? Ja, du triffst, sauber. Weg damit. Jetzt mach mal Geburt. Sauber, sauber. So. Problem gelöst. Pius, aber jetzt muss ich das davor setzen. Ey, könnten Sachen durch Sachen schießen? Das fragst du mich, keine Ahnung. Pff, setz ich ein. Oh nein, wie viel Oh nein, das kostet zu viel Benzin, dann kann ich keinen Panzer mehr bauen. Das will ich nicht machen. Ich will noch meinen schweren Panzer bauen. Panzer! Du darfst unten, hast du gesagt. Meine Jungs sind hier. Zwei Panzer, jetzt bewegt dein Arsch. Ja, meine Pack bewegt sich nach oben. Oh Gott. Oh, ey, warum sagst du nicht, dass ich schon wieder 10.000 Manpower habe? Ich baue zwei Packs. Ich baue Packs, Junge. Kein Problem, Junge. Sag doch. Sag doch mal, dass ich Manpower ohne Ende habe. Dann hätte ich dir längst schon was geschickt. Und mein Panzer. Oh, eine Pack weniger bauen. Guck, kaputt gemacht. Das hast du. Egal. Ich habe moralische Unterstützung gegeben. So, Packs werden aufgestellt. Panzer, Männer kommen. Für den Kampfeinsatz. Panzer ist auch schon im Bau. Ich baue extra einen Panzer für dich. Jetzt musst du das nur nach Gedev bekommen. Irgendwie. Wie hat ein Panzer abgedruckt?
Also, irgendwie musst du das gedefft bekommen. Halt's Maul! Nee, das ist deine Seite. Ich habe oben alles safe. Junge, der schmeißt mit dicken Granaten. Digga, der ist ja richtig arg. Wo ist mein Pack? Da. Armgriff. Junge, Pios sind OP, Alter. Hab ich dir schon gesagt, dass Pios OP sind? Falls nein, Pios sind OP, Alter. Die musst du einfach nur einsetzen. Die regeln alleine, Alter. Schwere Pios regeln. So, Tim, jetzt muss ich damit verteidigen, weil du einfach zu inkompetent bist. Nein, ist groß. Nee, jetzt kommt alles, was ich hab, kommt zu dir. Junge, da. Au, dicker Panzer. Den hab ich extra nur für dich da gebaut. So, und was soll ich in die Mitte setzen? Das ist eh alles safe. Die Mitte ist safe. Da kommt nichts durch. Und wenn doch, dann habe ich diese Worte gerade nicht gesagt. So, jetzt muss ich nur noch ein paar Waffen hier übernehmen, die du alle liegen gelassen hast. Die ich liegen gelassen habe. Ey, kannst du Panzersperren bauen? Falls bauen wir die auf die Brücke. Kann ich nicht. Warum nicht? Ich kann auch keine bauen. Ja, dann. Die Deutschen können das. Das die Amis toll. Auch. Schwerer Panzer erwartet Befehle. Egal. Ist das schlau, dass wir beide hier. Egal, ich gehe zur oberen Brücke. Ich brauch dich nicht. Ich igel mich hier oben ein. So, Hinder. Komm, dreh dich. Ey, dieses Ding ist echt lahmarschig. Das ist echt unnormal, wie lahm der ist. Mal gucken, ob ich hier. Er hat eine Rakete. Er schießt eine Rakete. Da ist. Er macht auf meine. Jux! Reparieren! Er bricht oben durch! Was? Ist was? Der ist aber richtig fies drauf, der Boy, Alter. Ich melde, der Feind ist aggressiv. Er ist sehr aggressiv. Aber kein Problem, dicke Mama ist. Was? Wir haben Extinct. Oh, wieder. Da ist mein Panzer. Oh Gott, da sind zwei Anti-Packs. Wird nix. Der hat Verteidigung. Ach, scheiß drauf, du darfst das hier unten. Ich geh in die Mitte, ey. Ja, geh nur in die Mitte. Ja, geh nur in die Mitte. Und dann, wenn ich wieder nicht da bin, dann heulst rum, dass du Hilfe. Junge, diese Arti von dem Marker geht mir jetzt schon auf den Sack. Du hast doch meine drei Mörser da, also sei froh. Drei? Ja. Ja, ich weiß schon, wo die nächstes Mal die Raketen reinfliegen. Die stehen alle wunderbar auf einem Haufen. Panzer rückt vor. Panzer kommt. Kein Problem, ich habe auch Panzer. Auch meine Panzer hält mir aus, aber jetzt machen die schon die Power. Kommt Jungs, da leer. Achtung, da ist was los. Artillerie. Jungs, wick. Alter. Du hast den echt. Guck deine Mörser an. Wo sind deine zwei, drei Mörser? Die leben gleich nicht mehr, die mit einem Mann, oder? Ah doch, das sind die besseren, ne? Die überleben mit. Ah, das sind vom General die Typen, ne? Junge. Ey, warum ziehst du sie zurück? Du hättest sie doch einfach hier auffrischen können. Oh. Wozu baue ich diese Scheiße überhaupt? Was macht da sein scheiß Raketenarty? Dreht mal das Ding. Diese Drecksarty geht mir jetzt schon auf den Sack. Die knallt so derbe rein. Wortwörtlich. Komm. Churchill, MK7. Angelief. Oh, Rückzug. Ey, der hat echt überall Packs rumstehen, der Mann, ja. Ja, hab ich doch auch. Mal. Ja, aber die müssen angreifen. Das ist nicht cool. Ey, eigentlich brauche ich gar keine Stellung bauen, weil bringt nichts. Der Mörser ist kaputt. Ja, dann lass es. Ich brauche noch eine.
Er verfolgt Panzer! Jux! Drehen! Drehen! Und du... Fahr, fahr, fahr! Automatische Reparatur aktiv. Kannst du jetzt mal... Oh, automatische Reparatur, er bewegt sich nicht. Aber er wird eingenebelt, zum Glück. Universalträger, es wird Zeit, die Pius abzuhalten. So. Ich brauche noch so einen dicken Panzer. Jetzt fehlt mir die Manpower, Alter. Jetzt darf er mal ruhig die Artillerie holen. Ich kann auch Männer verlieren. Oh, Alter, der mörsert mich tot, der Boy. Raus da. Ja, dann lass ihn doch. Nee, ich brauche jetzt aber einen neuen Panzer. Jetzt habe ich wieder Manpower frei. Ey, die machen echt Damage, die Churchill. Ich dachte, die machen keinen Damage und halten nur durch. Aber die machen Aura. Natürlich machen die Aura. Über Zeit. Ja, über Zeit, aber Panther ist voll schnell. Der fährt einfach weg. Die Dinger sind la... Oh, mein Universalträger ist fast tot. Reparieren, Jungs. Repariert mal. Ja, Digga, du weißt schon, dass der auch hier drüber kommen kann, ne? Nein, für nur mal so, also... Na, wo fliegst diesmal hin? Ja, wo bei mir? Mein Mörser! Scheiß auf deinen Mörser. Jetzt kann ich den Ding aber ausprobieren, da das funktioniert. Was ist das, Junge? Junge! Hast du das gesehen? Was ist das denn? Hat meine Pioniere gekillt und mein Panzer Half-Life gemacht mit einem Schuss. Das war eine Rakete. Der hat mit Raketen geschossen. Das ist unfair. Ich hab keine Raketen zum Schießen. Alter. Digga, warum heißt das eine Scheißhalbgruppe? Das ist Gruppe. Geschützstellungen sind bereit für den Kampf. Mörser bereit, Nebelwände für reparaturbedürftige Fahrzeuge zu erzeugen. Ja, komm du mal wieder zu mir, das ist schön. Bei mir ist zwar nichts mehr da, was man verteidigen könnte, aber danke. Selbst meine Sandsäcke sind kaputt. Pios sind wieder auf dem Feld. Solche Ausrüstung, sie können Gebäude errichten und schnell reparieren. So, mal machen. Ich scheiß auf Miete, Junge. Ich nichts mehr habe. Oh, meine Jungs werden gerade alle Upgrades. Nicht gut, nicht gut. Feind der Link durch. Ein schwerer MG-Trupp wurde vom Feind getötet. Help. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ey, pass auf, wenn du den Panzer nicht mit seinem super dicken Rohr, ne? Panzerabwehrkanone verloren. Oh, da durchge... Oh, das ist der Fuck. Jungs, hier hin, hier hin. Da kommt ein Panzer. Alter, komm, die Siegesmarke, ich brauch die. Alter, das Klatschen in die Reihe. Alter, der Typ, der macht Ernst zwischen. Egal, die Siegesmarke hört sich da unten. Komm. Jawohl. Alter. Ey, ich muss erstmal Reparatur bei meinem Panzer einsetzen. Also ich darf mit Erfolg sagen, dass die Stellung mit Auskanaten auf das Ziel. Ey, du kannst doch ja, das ist toll, was du da stehen hast, aber das brauchen wir in der Miete, weil die Miete entscheidend ist. Ja, die Miete. Ja, ich krieg hier nichts hin, weil alles, was ich bauen würde, wird direkt atomisiert von seinen dicken Bär oder Arti Raketen. Junge, ich brauche hier mal ein bisschen Hilfe bei dir. Ich bin doch da. Ja, ich will ja nicht sagen, der hat ein bisschen mehr als du hier. Er hat ein bisschen mehr als du. Ein kleines bisschen. Allein er hat auch Flugzeug. Und er hat dieses Wahnsinn, das einen Schuss abgefasst ist. Alter, das klatscht dir nur so rein. Junge, geht nicht klar, das geht hier nicht klar. Wieso können meine Panzer nicht mehr fahren jetzt? Können die jetzt wieder fahren? Ja. Junge, ich brauche hier mal ein bisschen Hilfe. Jetzt zieh mal deine Packs mal ein bisschen höher. Allein, er kann die alle mit Da kommt was, deine Packs. Es ist zu spät, wenn die Rakete schießt. Ein
Ich hab eher gedacht, der schießt mit seinem Panzer. Ey, du musst jetzt hier mal herkommen. Ja, ja, ich bin auf. Nichts, ja, hier gibt's gleich nichts mehr zu verteidigen. Immer mit der Ruhe. Panik. Hier ist Überrennung des Feindes. Hetzt mich nicht. Hetz im Maul und komm hierher. Meine Panzer lebt zumindest wieder. Ja, wieso kann ich den nicht eingraben? Oh nein, Rückzug, wenn Big Bertha schießt, ist vorbei. Nein. Egal, Jungs, egal, Big Bertha fährt. Was? Das Ding, wenn das schießt, renn um dein Leben. Das Ding hat mein Panzer Half-Life gemacht. Ja, meine Sturmkicker. Der ist doch ganz süß. Ja, bis seine Rakete rauskommt. Ich hab auf Aufnahmen diesen Schuss. Das Panzer, den werde ich jetzt flankieren. Weil ich schlau bin, ich ihn sehe und er meine Panzer nicht sehen kann. Ich kann einmal an von der Seite. Weil wir haben die Siegesmarke wieder. Ja, ist ja gut. Ich genau. Pass auf, hier steht sein LKW. Den solltest du nicht anrufen. Guck mal, meine Panzer, die sind richtig schlau. Weißt du, was sie sagen? Wir werden beschossen, das finden sie nicht gut. Das finde ich wirklich schlau. Jungs, ihr müsst da rumfahren, Flankieren. Komm, Jungs, Bewegung. Ey, der fährt im, der ist im Rückwärtsfahren schneller als ich. Vorwärts. Ey, das geht nicht klar, der fährt. Guck mal, der fährt mir einfach davon. Ja, ich weiß. 2034 ist jetzt da. Was ist da? Will uns einen Punkt wegnehmen. Was ist da? Oh, damit kannst du ihn rammen, dann kann er sich nicht mehr bewegen. Aber ja, deiner wahrscheinlich auch nicht und hat eine kaputte Kanone. Team, wir müssen hier irgendwie was machen. Ja, ich... Was? Team, wir müssen irgendwie was machen, um die Miete zu halten. Ja, nee. Team, würden Sie Ihre verfickte Abwehr von hier vielleicht mal irgendwie in die Mitte bringen? Nein, wenn wir die Mitte nicht haben, verlieren wir. Schwere Panzer einsatzbereit. Ey, meine, wozu habe ich meine Churchills überhaupt geholt? Die haben beide zusammen insgesamt, warte, einen Infanteristen gekillt. Und einen Panther verjagt. Mehrmals. Der war einfach schneller als im Rückwärtsgang, was echt uncool ist. So, was brauche ich noch? Ich brauche irgendeinen Panzer, der Panzer verfolgen kann. Den Komet will ich... Ja, da kommt schon wieder... Oh, Alter, da steht schon wieder so... Oh, Big Boom Boom! Wiederhole, Big Boom! Oh, lass ihn nicht schießen, deine Jungs sind tot, wenn er schießt! Er schießt ihn, er schießt! Deine Mörser sind tot! Was ist das denn? Jungs! Ich will ja nicht sagen, hab ich gesagt, aber ich habe Junge, gesagt, wenn er schießt, ist tot. Was sind meine Infanteristen? Ey, pass auf, dein T-34 stirbt. Er ist tot. Was machst du da? Was soll das? Angriff mit Flammenmörser. Jetzt ist er tot, Junge, Mann. Und ich habe meine Infanteristen verloren, weil ich geguckt habe, wie dieses dicke Ding geschossen hat, Alter. Ja. So, erstmal da Brandgranaten hin. So, kommt, Jungs. Wir verlieren Alter, hat er jetzt auch noch mein T-34 zerstört? Ja, du bist ihm hinterhergefahren! Guck mal, wo der steht! Oh, mein Kilo. Hat Spaß gemacht. Kann man nicht holen. Ich nehm die Packung, Mann. Was für eine Pack, junger Mann. Ich brauch mal hier was zum Erobern irgendwie. Mann, ich kann das in deiner Stärke so wenigstens. Alter, nächster Punkt. Alter. Ich will ja nichts sagen, der macht ein bisschen Aua, aber er macht ein bisschen sehr viel. Digga, er kommt in die Mitte. Oh, nächster Pionier. Tim, dein Panzer stirbt gerade. Er ist tot. Juckt die wirklich nicht, muss ich leider zugeben. Juckt die leider wirklich nicht. Wir brauchen hier mal deine Abwehr von unten hier oben. Ja. Das wird hier sonst nichts. So, ich brauche erstmal hier oben wieder die Siegesmarke. Und du, Junge, fährst hier hin. Sollten ja, du kannst deinen Panzer wieder bemannen. Und wie? Ja, mit einem Trupp. Na. Oh!
Ey, guck dir mal, was ist das für ein Panzer? Jetzt können wir die nicht mal mehr fahren. Junge, die sind Haarwölfe und können sich nicht mehr bewegen. Ey, das Ding ist nicht real. Das ist OP. Oh, oh mein, Universalträger ist kaputt. Das war ein bisschen... Das war eh scheißegal, aber... Alter. Nicht cool. Du kannst den mit einer Truppe bemannen, den du zum Beispiel hier hast. Den brauchst du nur hinschicken und bemannen. Ja, den fahr ich lieber erstmal. Aber das sind meine guten Truppen. Ja, aber die kannst du ja wieder auffrischen. Du brauchst nur drei Mann. Oh nein! Ja. Deine guten Truppen kriegen aufs Maul und mal Raketen. Ja, er hat mein vorgelagertes Ding kaputt gemacht. Ey, ich brauch Pioniere, um meine Panzer zu reparieren. Oh. Ich brauch irgendwie ein bisschen mehr als Pioniers. Ich geh jetzt auch mal hier hinten ins Kaffee. Ich will ja nicht sagen, wir werden fertig gemacht, aber wir haben ein bisschen fertig gemacht. Was sollen wir tun? Oh, mein Panzer. Wo sollen wir hin? Sollen wir los? So, Junge. Raketen ein. Oh, Brummbär kommt! Digga, Rückzug! Meine Jungs können sich nicht bewegen! Das endet nicht gut! Nein! Sie können sich. Jetzt habe ich schon wieder Pionier verloren. Oh, ich kann ihn wieder bemannen. Aber du musst ihn reparieren irgendwie. Ich brauch Reparaturtruppen. Junge, der macht es platt. Team, ich verliere alles. Junge, der Typ rennt einfach durch. Ist ihm egal. Ich hab gesagt, einfach die Mitte deffen. Aber nein. Warum sollte man die Mitte deffen? Eine Pioniereinheit ist einsatzbereit. Ich war doch in der Mitte, was willst du denn? Mit was warst du in der Mitte? Mit einem Mann? Ja. Ja, der hat ein bisschen mehr, der hat einen dicken Brummbär da. Aber ganz dicken Brummbär. Zwei Packs. Ja, aber nein, nicht jetzt übernehmen, sonst killt er meine Jungs. Mein Panzer, okay, egal, einnehmen und dann. Er kann immer noch nicht fahren. Nein. Hast du einen Pionier zum Reparieren? Ich habe schwere Panzer verloren. Ey, ich habe massive Verluste. Wir müssen die Marke wieder bekommen. Wir brauchen eine Taktik. Ja. Vielleicht greifen wir von hier drüben an, wie er vorhin. Ja. Wir sammeln jetzt unsere Armee und greifen an. Ich habe keine Armee mehr. Ich auch nicht. Das ist das Problem. Ich hab noch einen Sherman, aber da endet es ja noch. Das ist meine Armee. Ja, was machen wir? Ja, warte, mal gucken, vielleicht kommt mein Trupp hier ja durch. Das Problem ist, dieser dicke Brummbär kommt. Egal, egal, die können nicht gegen deine Jungs kämpfen. Die sind scheiße, die Jungs, das ist egal. Einfach einnehmen. Aber lass dich nicht von dicke Bär da beschießen, die ist direkt dahinter. Oh, die schießt es vorbei. Nicht! Oh, ich schieß auf dicke Bertha, ich lenke ihn ab. Batz, Junge, Batz, dicke Bertha. Junge, wir müssen dicke Bertha kaputt machen. Sie fährt weg, jetzt können wir erobern. Jetzt erobern, jetzt ist die Chance. Geh mit deinem MG-Trupp rein. Er muss ihn zurückziehen, deinen dicken Katze. Ich renne da jetzt rein, um das versuchen zu erobern. Oh Gott, ey. Hartes Spiel, Digga, richtig hartes Spiel. Junge, Alter. Läuft nicht ganz gut für uns, aber egal. Alter, Junge. Wo sind denn deine ganzen Mörser? Achso, die sind hier hinten, die sollen mal raus. Robert hat doch alleine zwei auf einen Schlag gemacht. Ja, das ist. Das Ding ist OP. Okay, okay, ich hab glaube ich die Mitte. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ein bisschen viel Kraft ein. Ja, ich hab sie. Ja, okay. Wir müssen sagen, sie nur deffen. Ich hab auch dicke Bertha. Was ist das? Okay, dicke Bertha hat nicht so ein dickes Rohr wie seine. Der Feind will uns eine Position nicht abnehmen. So ein dickes Rohr. Aber es hat... Mörser. Es kann mörsern, Tim. Es kann nicht weit mörsern. Oh nein! 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 Oh oh. Es hat meinen Sherman One geschottet. Das Ding ist nicht real. Ey, was ist denn das für ein Ding?
Ey, ohne Witz, es one-shottet mein... Der kostet, mein Schirm kostet 440 Manpower, 155 Benzin. One-shot. Das Problem ist, wer bitte? Ja, nee, das Problem ist dieser dicke Panzer, der eh alles killt, was wir hinschicken würden. Oh, unser Siegesmarker, der ist verteidigt. Aber jetzt habe ich auch dicke Panzer. Jetzt wird so Lück geschossen. Mit dicke Panzer. Komm, Junge. Komm. Move, Junge. Move. Dahin schießen. Ey, nimm die Siegesmarke, nimm sie ein. Wir können nur über Siegesmarke gewinnen. So werden wir sonst nicht gewinnen. Ich hab auch dicke Werte. Ich hab auch dicke Werte. Ab jetzt ist es fairer Kampf. Meine dicke Werte, aber meine dicke Werte kann ich nicht. Nein, dann fährt er nicht mehr! Du mit der durch? Dicke Bert ist weg kaputt. Hat Spaß gemacht, mit dir zu kämpfen. Aber vielleicht sieht er sie nicht durch die Nebelwand. Das ist mein einziger Hoffnung. Tim, ich brauche Hilfe. Dicke Bert ist die einzige Überlebensmöglichkeit. Dicke Bert macht sich mehr lange mit. Genau, reparieren! Okay, ich würde sagen, der Gebärde. Die Gebärde ist. Hat leider einen Abgang. Ein EVAI wurde im Gefecht zerstört. Ich sagen, aber wir verlieren. Alter, das Junge, diese Art von dem Boy ist nicht real. Ich hab nur zwei Einheiten. Und mein Mörser, der hier ganz hinten steht. Also, ich hab nichts mehr. Nichts, was gegen einen Panther kämpfen kann. Ich kann auch nichts bauen, was gegen den mithält. Also ich will ja nicht sagen, aber irgendwie ist es vorbei. Also ich weiß ja nicht. Ja, es bringt... Obwohl, wir haben so viele Siegespunkte, aber wir kommen halt nicht mehr zu... Ja, egal. GG von den Jungs. Muss man... Ah, ich kann nicht mal GG jetzt schreiben. War leider zu stark von denen. Haben sie gemacht. Ich will jetzt gucken, wie dieses Scheißteil heißt, Alter. Junge, er lacht uns aus, Alter. Junge, dieser Panzer von ihm hat alles gecarried. Er hat meine zwei Panzer kaputt gemacht, im Alleingang. Er hat meinen Sherman One geschottet. Er hat, glaube ich, drei Pioniere genommen. Das Ding war OP. Ich konnte zwar auch so ein Teil rufen, aber meins kam viel später aufs Feld. Naja, ich würde sagen, das ist...